alle eng nach Mühe und Plage richtig fest freut an diesen Tage. Und vom luftig hohen Ort führe ich als Zimmermann das Wort. Tradition gehört zu unserem Handwerk. Tradition wird verbunden mit unserem Outfit der Leuchte, mit der Zimmererhosen, mit der Kluft. Ich bin Zimmerer mit Leib und Seele. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Also unsere erste Homepage haben wir 1997 gekriegt. Zur damaligen Zeit war Digitalisierung eigentlich in unserer Branche zumindest ein Fremdwort. Wenn man heute ein Unternehmen zukunftsfähig gestalten will, dann ist Digitalisierung definitiv Paragraph 1. Das unterschreibe ich mit Sicherheit. Holzhäuser bauen, das war eigentlich schon immer irgendwo so ein Traum. Nach der Meisterprüfung, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Aber das ist natürlich dann eine ganz andere Hausnummer, ein Haus mit jemandem zu bauen oder dass man sagt, okay, man macht einmal ein Kapitel. Dann ist eigentlich 2004 mit unserem ersten großen Einfamilienwohnhaus losgegangen. Da ist das Eis gebrochen gewesen. So hat sich das dann sukzessive eigentlich ergeben, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind. Heute bauen wir ungefähr zwischen 23 und 25 Häuser im Jahr, von Ausbauhaus bis schlüsselfertig, je nach Kundenwunsch. Es gibt doch nichts Schöneres oder was Besseres, wie ein Haus zu bauen mit den natürlichsten aller Baustoffe, die es gibt. Und das ist Holz. Das ist Faszination pur. Die digitale Technik für diesen komplexen Bauablauf ist eigentlich gar nicht mehr zum Wegdenken heute. Das wird halt alles digital bleiben, wird digital zusammengeführt im Endeffekt. Die Daten werden dann auf die Maschine hingeschickt und dann macht diese Maschine den kompletten Zuschnitt vollautomatisch mit einer Genauigkeit, die man händisch gar nicht machen kann. Und im Hintergrund läuft die Kalkulation gleich mit und wenn im Endeffekt der Preis hinterlegt ist und der Kunde was ändert, dann kann man natürlich sofort auf Knopfdruck sagen, weil sich der Gesamtpreis von den ganzen Bauvorhaben ändert. Wird es teurer, wird es billiger. Gleichzeitig haben wir natürlich durch die Daten von mir in unserer Buchhaltung machen, können wir natürlich sofort die ganzen betriebswirtschaftlichen Auswertungen machen. Weil haben wir beieinander, haben wir noch zahlungsfähig oder so. Das können wir natürlich mit der Daten wunderbar transparenter wegen anschauen. Tradition und Hightech schließen sich nicht aus. Das eine geht nicht ohne das andere. Digitalisierung ist eine ganz wichtige Geschichte und wird in Zukunft eine ganz große Rolle spielen. Also ohne Computer geht es heim bei uns, in unserer Branche oder auch in unserem Handwerk überhaupt nicht mehr. Ich bin also schon ein Mensch, der aber eine Vision hat und Ziele hat und von einem Ziel zum nächsten häkelt, weil wenn man das Ziel erreicht hat, dann muss man natürlich auch wieder weitermachen, dann muss man sich ein neues Ziel stecken. Und das Ziel ist ungefähr 2022 ca. 40 bis maximal 42 Häuser zu bauen. Ich bin ein optimistischer Mensch. Also wenn man dann sieht, dass im Endeffekt die Nachfrage im Holzbau immer mehr ist, die ganzen Bauherren machen sich heute wieder mehr Gedanken, mit was für einem Baustoff das bauen. Und darum ist die Zukunft von Holzbau definitiv da. Ich schaue sehr positiv nach vorne.